Sind Sie eigentlich auf Mallorca? Zum Golfspielen meine ich. Also bestimmt 2-3 Mal im Jahr. Ach, so wenig? Ja, wir machen ja noch was anderes nebenbei. Ja, das wollen wir heute nicht fragen. Wir wollen heute über Golf spielen, Handicap. I don't have a handicap, I play golf. Wer sich nicht erinnern kann, das letzte Mal, wo wir Sie am Schirm hatten, vor ein paar Jahren in Pula, hieß es, spielen Sie noch Golf oder haben Sie nur noch Sex? Dann wären wir wieder bei der Handicap-Frage. Nein, ist alles okay, ist alles Rutscher. Ja? Also Nummer gibt es da nicht. Ja, nein. Nein, neun, neun. Okay. Okay. Also zum Thema Golfen auf Mallorca. Welche Plätze würden Sie extra nennen? Kommt darauf an, was man spielen will, wenn man sich die Kante geben will. Kante bedeutet also richtig fighten und sich fordern und so sagen, wow, wie fit bin ich eigentlich mental, dass ich das durchstehe und überstehe, dann gehe ich nach Kamptemal. Ja? In das Turin, auf den Turinplatz da, das ist fantastisch. Das ist also wirklich eine Herausforderung. Wenn ich heute Golf spielen will und erfolgreich spielen will und so spielen will, dass ich einen guten Score nach Hause bringe, dann gehe ich hier nach Sonnenanthem. Da kann ich auf ebener Basis spielen, da sehe ich auch immer die Fahnen und habe einen eigentlich sehr fairen Platz. Wenn ich so ein bisschen in die Hügel hineingehen will und trotzdem einen fairen Platz, dann gehe ich so nach Cap de Pera oder nach Val d'Or oder nach Saint-Thermes, was auch sehr schön ist. Und da bietet die Insel meiner Meinung nach golferisch alle Möglichkeiten. Einzig und alleine die Preise. Ihr müsst lernen, ein bisschen runterzukommen mit den Preisen. Weil Golf soll im Grunde genommen für jedermann die Möglichkeit geben, Golfen zu spielen. Und das geht nur, wenn man die Preise auf einem Niveau hält. Und die Leute werden sehen, die Leute werden viel mehr wiederkommen und viel mehr spielen, wenn die Preise einigermaßen stabil sind und auf einem Niveau sind, wo sie erschwinglich noch für jedermann sind. Sind die zu hoch? Also sagen wir mal so hoch, dass man es extra erwähnt. Ja gut, es gibt sicherlich immer Arrangements, so Ferienarrangements, wo dann Preise irgendwo auf einem Niveau gehalten werden. Aber im Allgemeinen sind die Preise in Spanien und auch auf der Insel hier eigentlich zu hoch. Ja gut, wenn man so ein Paket haben kann mit Hotelaufenthalt wie in Sonweda und dann in Son Muntaner oder Sonweda spielt, ist ja Nein, es ist dann. nur beinhaltet. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich fliege mal eben schnell 4 Tage hier rüber, privat, ja, oder ich wohne mal ganz schnell, egal, ich buche mich irgendwo ein und dann muss ich alleine auf den Golfplatz gehen und muss jetzt fragen, kann ich hier spielen? Und ich zahle dann 70 oder 80 Euro oder das ist schon viel Geld für Leute, die sagen, ich gehe mal kurz 4 Tage hierher und schade eigentlich. Wo, Sie sagen, Golfen auf Mallorca ziemlich gut. Wo spielt sich sonst noch gut Golf im Vergleich zu Mallorca? Ah ja, es gibt bei BA ich glaube jetzt schon über fast 30 Golfplätze, die alle sehr anspruchsvoll sind und alle sehr schön sind. Man kann an die Algarve runterfahren, die auch ihre Golfplätze, man kann nach Frankreich. Wir haben in Deutschland wunderschöne Golfplätze, die man bespielen kann. In Italien darf man nicht vergessen, gibt es wunderbare Golfplätze. Gerade so der Lido als Insel zu erwähnen, diese alten, parkeingesessenen, antiken Golfplätze von früher, die schon 70 Jahre auf dem Buckel haben, die sind sehr interessant und eigentlich überall. Ihr Lieblingsplatz jetzt von dem Ganzen abgesehen, Nummer 1, Sascha Heim. Nummer 1, San Lorenzo. Okay. Warum? Ja, weil das war mir vielleicht immer wohlgesonnen oder war immer so in einem, wo du sagst, toll, also das hat gepasst, sehr anspruchsvoller Platz, sehr, sehr tricky, sehr, sehr, sehr guten Zustand. Blitzschnelle Grüns wie Eisplatten und Grüns, die sehr schwer auch zu lesen sind. Und vom ganzen Ambiente auch alter, ist ein älterer Platz einfach, auch gut eingewachsener Platz. Um Ihr Handicap zu behalten oder zu verbessern, wie oft muss man spielen, üben? Ich glaube, dass solange Golf Spaß macht, soll man ruhig ein bisschen noch weiter trainieren und versuchen, an die Grenzen heranzukommen. Dann denkt man, man hat die Grenze erreicht und dann geht es doch wieder ein bisschen weiter runter und immer wieder ein bisschen und ein bisschen und man muss probieren und man soll nie aufhören zu probieren. Wichtig ist, wir sind weg von der Straße, sagt man bei uns in Bayern, und wir sind schön in der Natur, atmen frische Luft ein und haben Spaß und zocken ein bisschen und haben eine Herausforderung neben der beruflichen oder was auch immer. Also, wie oft?
Naja, also ich spiele zweimal die Woche auf jeden Fall. Das muss schon sein irgendwie, wenn es geht. Und die Pausen, die da sind, wenn dann mal 10 Tage oder 20 Tage Pause sind und man nicht spielt, das merkt man gleich. Mhm. Das dauert dann schon wieder, bis man hineinkommt und der Schwung stimmt. Mhm. Hilft es so, auch wenn man nicht direkt im Grünen steht, dass man sich vorstellt, dass jetzt könnte ich im Grünen stehen, ne? So ein Mentalbild zu haben? Ja, klar. Ich meine, wer zu Hause dann einen Garten hat und der kann ein bisschen chippen und wer einen Balkon hat, der kann zum Nachbarn rüber chippen. Da gibt es also wunderbare Gelegenheiten. Es gibt jetzt Streetgolfer, die gehen einfach quer durch die Pampa, egal ob da ein Golfplatz ist oder nicht. Man kann immer üben. Sind Sie heute nur am Spielen oder... Das war so einleitende Frage. Wir testen noch ein paar Schläger. Wir haben heute so ein freundschaftliches Meeting gehabt mit dem Sven zusammen und haben uns heute ein bisschen die Kante gegeben. Und er hat sehr gut gespielt. Der Fotograf hat da auch sehr gut gespielt. Er hat besser gespielt als wir eigentlich. Er hat sich da einfach aufgedrängt. Und wir haben Spaß gehabt. War sehr schön. Wie haben Sie heute gespielt? Heute konnte ich nicht besser spielen.